Jetzt geht's los. Da sitzt der Dude, der Hans im Glück persönlich. Ich erkläre euch heute mal, wie man den Hans im Glück bedienhiewickelt. Jawohl. Und dazu, dass ich auch noch mitkomme, möchte ich das jetzt nochmal hier als Definition rechtsrum, linksrum mit den vier Schritten so machen. 2, 3, 4. Das ist jetzt praktisch die Ansicht, wenn man ein Stator von vorne anguckt, wenn man ihn praktisch von so hier anschaut, ne? So, okay. So, und jetzt fangen wir an bei der 1. Jawohl. Nummer 1. Ja. Fangen wir an. Da ist hier drüben dann der Anfang. Genau. Anfang. Und du wickelst so rum. Das heißt? So rum hier. Im Uhrzeigersinn, also rechtsrum. Rechtsrum. Also machen wir hier oben ein kleines R hin. Genau. Gut. Okay, so. Da wickelst du jetzt rum. Genau, wickel meine Spulen, bla bla, je nachdem wie viel dann. Ne? Ja. So, dann komme ich hier raus. Warte, warte. Hier. Bin ich jetzt hier. Ja, genau. Dann gehe ich mit dem einfach unten rum. Ja. Überspring den einen. Mhm. Und geh auf den nächsten, guck von vorne drauf und wickel wieder rechts rum. Und wickel wieder rechts rum. Also können wir hier beim zweiten das genauso machen. Hier ist dann unser Ende. Und dann auch hier rein und wieder rechts rum und hier raus. Gut, okay. Ja. So, dann geht's zur Nummer 3. Dann kommen wir hier raus und dann gehen wir einfach unten rum und wickeln genau in die gegengesetzte Richtung, also links rum. Also den links rum jetzt, okay, den dritten gehen wir rein und wickeln links herum. So. Dann kommen wir ja auf der Seite raus, auf der anderen Seite. Ja, okay. Und dann gehe ich hier unten rum, wieder zurück. Ja. Und gehe dann hier hoch und wickel wieder links rum. Und wickelt wieder links rum. So, dass ich zweimal rechts rum, die ersten zwei rechts und dann komme ich hier raus und dann verdrille ich die noch. So, ja. So. Gut. So, nachdem wir jetzt übelst lang rumdiskutiert haben, wie er gewickelt ist, tun wir jetzt so mal so einen fertigen abwickeln. Zumindest nur die erste Spule, da kommt es ja jetzt drauf an, die wir abwickeln, also Spule 4 sozusagen. Erst schon mal krass, dass das mit den heftigen Spannungsspitzen so gut funktioniert, obwohl hier unten die ganzen Drähte alle miteinander verdrillt sind, ne? Die Eingangs- und der Ausgangsseite. So, und jetzt müssen wir ja von vorne drauf gucken. So, das ist jetzt der Anfang hier drüben. Ne? Das ist der Anfang und hier ist das Ende. Und das Ende geht jetzt so hier ab, wird so rum abgewickelt. So, warte mal, jetzt muss ich nochmal in den Plan gucken. Dann ist es hier auf dem Plan falsch rum. Dann ist die letzte Spule auch verdreht drin. Krass. Okay, also nochmal Korrektur. Aber wieso funktioniert dann mein Lüfter, den ich so gewickelt habe? Das interessiert mich jetzt. Manchmal muss man durch Zufall auf irgendwas kommen. Aber so ist der eigentliche dann. So. Nachdem nun geklärt worden ist, dass ich beim Kopieren der Original-Hans-im-Glück-Wicklung selbst einen Fehler reingebastelt habe und deshalb diese induktive Wicklung, diese richtige Bifi-Lache da zustande gekommen ist, fragt mich nicht, warum es trotzdem funktioniert, aber es geht. Aber wie mir der Felix jetzt nochmal eindeutig richtig schön gezeigt hat, ist das, was ich im Plan eingemalt habe, nicht die eigentliche Wicklung, ja, also praktisch bei der letzten Wicklung habe ich mich
verwickelt. Habe ich rechts und links rum wieder mal verwechselt beim Entwickeln, da durcheinander gekommen. Aber ja, so geht Forschung, ne? So kommt man auch ein Stück weiter, dass das mit der anderen Spule trotzdem funktioniert, ist trotzdem ein krasses Ding. Und ja, bei einem Stück Apfelstrudel will ich den Felix jetzt mal fragen, wie er denn eigentlich ursprünglich auf die Idee mit der Wicklung gekommen ist. Weil die Erklärung von dir, die ist immer sowas von herrlich. Leg bitte nochmal los, Felix. Also ich habe beim Wickeln mir gedacht, bei der normalen Lüfterwicklung geht man vom ersten Starter sofort auf den zweiten über. Und ich habe mir halt gedacht, dass der Strom ausweichen kann, also nicht gleich die nächste Spule induziert wird durch den Magneten, sondern der Strom Zeit hat, beziehungsweise die Möglichkeit auszuweichen auf die andere Spule, bis der Magnet halt dann an der Spule kommt und wieder auf die andere Spule ausweichen kann, halt somit immer wieder mitgenommen wird. Ha, das ist so meine Theorie. So immer mit Schwung, hast du gesagt. Mit Schwung, ne? Genau. Halt dass so. Der nirgendwo dagegen drückt. Genau, dass der halt fließen kann, wie er fließen will. Also du hast dich da einfach nur reingedacht in den Strom und Hast dich in den Draht reingedacht, wie der Strom jetzt am liebsten fließen will und dann hast du dann angefangen, danach zu wickeln. Und dann ist das dann entstanden dabei. Dann saß ich davor und auf einmal ist der Lüfter übelst schnell geworden und war halt nicht mehr wie normal. Okay, ja, so geht Forschung, Leute. Ne? Krass. Okay, so jetzt habt ihr das mal live gehört und gut, ich probiere dann irgendwann halt doch nochmal so eine originale Hans im Glück-Wicklung zu replizieren. Für mich ist jetzt erstmal schön zu wissen, dass das mit einer andersrum gewickelten Spule da drin auch gut funktioniert. Aber das Richtige ist es halt doch noch nicht, ne? Tja. Also, bis später dabei. Hey, können wir nochmal kurz stehen bleiben, Felix? Natürlich. Dass wir das hier nochmal so mit drauf kriegen. Hier ist es nur ein einziger Magnet auf der ganzen Scheibe. Und die ganzen Spulen sind jetzt mit der richtigen Hans im Glückwicklung verwickelt. Und ja, so, dass wir es mal gesehen haben, dass das ganze Ding auch nur mit einem einzigen Magneten funktioniert. Ja, wenn man richtig anschiebt. Hier, auch das klappt. So, okay, und jetzt werden Nord-Süd-Nord-Süd-Anordnung drauf gemacht, wie es im Lüfter verbaut ist, ja? Ja. Okay. Okay, also, da beenden wir heute erst einmal die Sitzung hier. Ganz so schön, wie wir es wollten, ging es dann doch nicht. Wir haben noch nicht die perfekte Scheibe dafür, die hat dummerweise 18 Einteilungen und da irgendwas hinzukriegen, damit vier Magnete richtig schön gegenüber drauf sind, ist hier so jetzt noch nicht möglich. Aber der Felix hat gesagt, er wird sich da mal was machen lassen, damit wir mal 1:1, das ist 12 Volt Eingang, ne? Ja. Und wie viel Ampere ziehen wir? 1,2 Ampere. Oh, ist wieder abgefallen. Warte mal, hier, das leuchtet auch so schön, wenn es rangeht. Ja, das spratzelt übelst. Na, so, gut. Okay, also oszillieren tut er schon mal schön. Aber wir wollen ja, dass er dreht und harte Pulse zu den richtigen Momenten draufbringt. Blödes Gepfietsche. Gut, also gibt immer noch ein bisschen was zu forschen. Am Hans im Glück. Lüfter ist es ja jetzt nicht mehr. Bedini schon dann eher, der reine Bedini. Aber ihr merkt, ich kann schon gar nicht mehr quatschen. Also bevor ich noch mehr Müll erzähle, gut's Nächte dabei. Ahoi. Muss ich das bei mir selber auch nochmal überprüfen. Weil wenn es denn so ist, dann habe ich in Felix seine Wicklung zwar kopiert, aber habe die letzte trotzdem verkehrt rum drauf gemacht. So rum unten ist der Anfang. Hier drüben kommt die raus. Ja, ich glaube, das ist keine richtige Hans im Glückwicklung, was ich hier drauf gewickelt habe. Ne, dass die letzte Spule andersrum drin ist. Gut zu wissen, dass es funktioniert, aber ich wollte ja wissen, wie der Lüfter funktioniert mit der richtigen Hans im Glückwicklung. Auch so eine Aufregung.
Na gut, okay, dann werde ich die letzte Spule hier nochmal abwickeln und nochmal andersrum draufwickeln. Die Hans im Glücklüfter, die es zu kaufen gibt. Wie gesagt, die hat der Felix alle nach seinem Schema gewickelt. Das sind alles original, die Hans im Glückwicklungen. Und ja. Ja, ist ein Schlüsselfehler vielleicht doch für was gut. Naja, mal gucken. So, jetzt hoffentlich das letzte Mal einschalten. Jetzt fahren wir nur mit 8 Volt und Potti ziemlich weit runtergedreht. So sieht die Konstruktion jetzt aus, immer noch mit PNP und NPN. Mal schauen, was er sagt, wenn er was sagt. Das ist ja krass. Bei 8 Volt und jawohl. Das sieht eher wie Hans im Glück aus. Ne, da hat er mit dieser verkehrt rum Entwicklung jetzt ungefähr, hätte er das Doppelte gezogen. Jetzt nur noch 300 mA. Und wenn ich Batterien ranhänge zum Laden, dann geht das natürlich noch weiter runter. Und ich sehe, ich bin mit dem Potti ja noch gar nicht Null Einstellung. Ja, das ist jetzt praktisch ganz unten ist Potti. Da zieht er 400 mA maximal. Und wenn ich die 5 Kilo um voll aufreiße. mA. Bei 8 Volt. Gut. Jetzt bin ich zufrieden.